Also wird das Buch sich drehen müssen um die Götter, die Unsterblichen und die Trägerwesen, die Sterblichen mit ihren Spezialfunktionen und Spezialapparaturen der ternären Ordnung, die sie so übererfolgreich machten, im Umkreisen dieses Multifunktionsapparates als Tor der Dike und Ananke, in denen die Universen erzeugt und dann wieder ausgetauscht werden. In elastisch-plastischen jubilatorischen Vorgängen, ad majorem gloriam, die